Unsere Tour führt uns heute zu dem Landgasthof Hessenmühle in Kleinlüder. Wir fahren auf der B455 in Richtung Wölfersheim. Wölfersheim, die Großgemeinde, umfasst Wölfersheim, Södel, Wohnbach, Bärstadt und Mellbach. Hier biegen wir links ab in Richtung Wohnbach. Wir fahren jetzt in Richtung Bellersheim. Weiter geht's in Richtung Bettenhausen. Wir fahren weiter in Richtung Langsdorf. Hier überfahren wir die Verbindungsstraße Hungen-Gießen.
Er hat links sogar einen Motorradhändler. Hier biegen wir rechts ab in Richtung Schotten bzw. Laubach. Hier gibt es zwar kein Ortsschild, aber dafür rechts einen Blitzer. Hier kommen wir nach Münster. Wir biegen links ab in Richtung Grünberg. Wir kommen nach Grünberg. Ein schönes Städtchen mit einer alten Innenstadt. Wir fahren durch die Innenstadt in Richtung Marktplatz. Hier links auf dem Marktplatz gibt es ein tolles Café und Eisdiele. Nachdem wir den Cappuccino hinter uns haben, fahren wir weiter auf unserer Tour. Eine schöne Innenstadt hat Grünberg.
Aber auch hier heißt es aufpassen. Die Blitzer stehen überall. Wir biegen rechts ab in Richtung Weikatzheim. Eine sehr schöne Motorradstrecke mit einer wunderbaren Straße. Wir fahren weiter in Richtung Seenbrücke. Hier sind wir rechts abgebogen in Richtung Lardenbach. Wir fahren weiter in Richtung Sellenroth. Wir fahren in Richtung Bobbenhausen 2. Jetzt kommen wir bald nach Ulrichstein.
Die nächste Ortschaft ist Ribgesheim. Jetzt kommt Laudertal. Jetzt kommen wir nach Dirlammen. Weiter geht's in Richtung Lauterbach. Jetzt fahren wir nach Wartenberg-Angerbach. Weiter geht es nach Landenhausen. Hier biegen wir links ab nach Großenlüder. Der hat mich lange genug geärgert. Wir biegen gleich links ab nach Kleinlüder. Hier fahren wir gleich rechts ab in Richtung der Hessenmühle.
ein Ziel für Motorradfahrer, Wanderer und natürlich auch Hotelgäste. Das war es wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.